Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie der WDR mit Vorsatz seinen Programmauftrag missachtet, indem auf einseitige Art und Weise mit einer diffusen Argumentation ohne klare Benennung von Fakten Stimmung gegen Leute gemacht wird, die sich nicht gegen Corona impfen wollen, inklusive dem Gast Alice Weidel. Im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Was sofort anpacken, die ersten 100 Tage. Also was kann ein Wähler erwarten, wenn Sie in einer neuen Regierung loslegen könnten? Offene Frage, wer will anfangen? Mir ist wurscht. Wiederherstellung der Grundrechte, ich möchte gerne anfangen. Frau Weidel, fangen Sie an. Gerne. Was Not tut, ist die Wiederherstellung unserer Grundrechte. Die Zurücknahme der Corona-Maßnahmen, die aus meiner Sicht völlig überzogen und verfassungswidrig sind. Und dementsprechend muss man den Menschen die Grundrechte wieder zurückgeben. Was wir nicht mehr brauchen, ist die Spaltung und die Zweiteilung der Gesellschaft jetzt in ungeimpft und geimpft. Ich halte diese Debatte für völlig fehlgeleitet. Reden wir gleich drüber. Gerne. Ich mache jetzt gerade mal einen Anfang. Sie haben sich den Anfang... Rechtsstaatlichkeit wünsche ich mir. Genau. Die Frage eben, wie man eine Gesellschaft zusammenführt, die zerfällt in Geimpfte und Nichtgeimpfte. Sie sind nicht geimpft. Richtig. Und warum Sie es nicht sind und welche Möglichkeiten es noch gibt, die Zögernden zu überzeugen oder auch nicht, da reden wir gleich drüber. Wer will jetzt? Unsere nächste Überschrift, wie die Gesellschaft zusammenhalten. Und das kann man an mehreren Punkten festmachen, an Steuern. Aber ich möchte mit einem anderen Punkt beginnen, an der Impfdiskussion, die Frau Weidel gleich hier angefangen hat mit Corona und der Rückgabe der Freiheitsrechte an die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist geteilt im Moment. 2/3 der Menschen sind mindestens einmal geimpft. 1/3 ist nicht geimpft. Dazu ein sehr deutlicher Satz vom saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans. Er hat gesagt... Mit Impfen zeigt man Solidarität, mit Nicht-Impfen zeigt man, mit Impfverweigerung zeigt man Egoismus. Frau Weidel, Sie haben sich bisher nicht impfen lassen, haben eben schon gesprochen, weil Sie egoistisch sind? Nein, überhaupt nicht, weil ich verantwortungsvoll handle. Und das sind genau diese Sätze, die diese Gesellschaft wirklich nicht mehr braucht. Wir haben das gesehen und wir müssen diese gesamte wichtige Debatte auf eine sachliche Basis zurückführen. Und da hat das überhaupt gar nichts mehr zu suchen, dass man Menschen, die eine persönliche Entscheidung in Abwägung persönlicher Risiken für sich treffen, in eine Ecke stellt, als Egoisten, als Sozialschädlinge, ist, glaube ich, auch mal gefallen, als Trittbrettfahrer, unsozial bezeichnet. Wir brauchen das nicht. Was wir brauchen, ist eine sachliche Debatte endlich über auch die persönlichen Risiken zu reden in ihrer Struktur, aber natürlich auch über die möglichen Nebenwirkungen. Und das dürfen wir diesen Menschen einfach nicht nehmen. Es ist eine persönliche Entscheidung, sich impfen zu lassen. Mhm. Es ist aber auch eine persönliche Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen. Und das dann eben jetzt auch, entschuldigen Herr Plasberg, das noch vielleicht ein Satz, dass Ungeimpfte jetzt so stigmatisiert werden, halte ich für enorm gefährlich, als auch schädlich gesellschaftspolitisch. Sie sind Spitzenkandidatin Ihrer Partei bei der Bundestagswahl und Sie sind auch zumindest für Ihre politischen Anhängerinnen und Anhänger sowas wie ein Vorbild. Tragen Sie Verantwortung dann auch für Menschen, die sagen, heute auch, Mensch, Frau Weidel trägt das so überzeugend vor, ich lasse mich nicht impfen. Sie wissen, dass man nicht Lauterbach heißen muss oder Drosten oder auch andere, dass früher oder später wir uns anstecken werden, wenn wir nicht geimpft sind. Das heißt, Sie können mit großer Wahrscheinlichkeit auch damit rechnen. Haben Sie eine Spezialimmunisierung, die wir nicht kennen? Dann würde ich achte natürlich sehr auf meine Gesundheit und ich gehöre auch nicht zu der Risikogruppe. Und die ganze Argumentation bricht ja auch da zusammen, wo wir jetzt ja auch heute wissen, dass auch Geimpfte sich anstecken können und infektiös sein können. Meine Frage haben Sie noch im Kopf. Sie übernehmen aber auch Verantwortung, die sagen, von Menschen, die sagen, ich habe Frau Weidel gehört, ich bin ohnehin affin für diese politische Richtung. Ich lasse mich nicht impfen. Nein, ich habe ganz klar gesagt, das ist eine persönliche Entscheidung infolge von persönlicher Risikoabschätzung sein muss. Und man muss die Leute einfach in Ruhe lassen, die sich gegen eine Impfung entscheiden. Das ist völlig legitim. Und dementsprechend muss man diese Debatte auch sachlich führen. Es ist eine persönliche Entscheidung und da darf man diese Menschen einfach nicht stigmatisieren. Ich halte das für völlig falsch. Und wir schaffen hier eine Zweiklassengesellschaft.
zwischen geimpft und ungeimpft. Und ich habe im deutschen Grundgesetz noch nicht gelesen, dass man zwischen Geimpften und Ungeimpften unterscheidet. Vor dem Grundgesetz und vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Deswegen können Sie auch entscheiden, dass Sie sich nicht impfen lassen. Es gibt in Nuancen ja da auch Zustimmung von den meisten, dass da kein Impfzwang her soll. Aber hat die Politik und hat die Gesellschaft nicht gleichzeitig das Recht zu sagen, wir wollen Frau Weidel keine Corona-Tests mehr bezahlen? Sie können sie bezahlen, viele andere können sie nicht bezahlen. Und wir wollen vielleicht auch nicht gemeinsam mit Frau Weidel im Restaurant sitzen oder im Flieger, wo ich jetzt gar nicht die große Auswahl habe, weil sie glaubt, Frau Weidel, ihr persönliches gesundheitliches Risiko einschätzen zu können. Sie haben selbst gesagt eben, dass sie durchaus auch so geimpfte Infektionen sein können. Das heißt, sie sagen, sie sind nicht Risikogruppe, aber sie können Risikospreader sein. Und zwar mit höherer Wahrscheinlichkeit. Das können Geimpfte eben auch. Mit höherer Wahrscheinlichkeit als Nicht-Geimpfte. Nein, das ist eben nicht bewiesen. Also, was spricht dagegen, dass man sagt, sie zahlen jetzt ihre Tests selbst? Nein, das halte ich für völlig falsch. Das sollte auch der Breiten, wenn der Staat verordnet, dass jemand sich testen lassen soll, dann soll er auch gefälligst diese Tests bezahlen. Soll Fertig. Er, Herr Brinkhaus? Natürlich. Nein, es ist erstmal die persönliche Entscheidung, sich impfen lassen oder nicht impfen zu lassen. Und im Gegensatz zu Frau Weidel gibt es auch einige Leute, die sich da wirklich ernsthaft Gedanken drüber machen, die da drum ringen, da lasse ich mich impfen oder lasse ich mich nicht impfen. Und da habe ich auch Respekt vor. Aber wenn man eine Entscheidung trifft, und das gehört zu einer freiheitlichen Gesellschaft, dann muss man auch also die Konsequenzen der Entscheidung auch tragen. Und die Konsequenzen der Entscheidung ist, dass man die Last, die dadurch entsteht, nicht der Gesellschaft auferlegen kann. Und das bedeutet, dass man Tests dann auch entsprechend bezahlen muss. Ja, und das bedeutet auch, dass man im Zweifelsfall an einigen Sachen dann entsprechend nicht teilnehmen kann. Und ich glaube mal, das ist im Grunde genommen die Freiheit der Geimpften und die Freiheit der Nicht-Geimpften. Weil wir reden immer nur von der Freiheit der Menschen, die nicht geimpft sind. Wir müssen auch reden von der Freiheit der Menschen, die geimpft sind, die trotz Impfung vielleicht auch vulnerabel sind. Und vor dem Hintergrund haben wir als Staat auch die Aufgabe, alle im Blick zu behalten. Und das tun wir auch. Und das haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder gemacht. Und dementsprechend haben wir da auch eine gute Balance gefunden. Ich habe dafür Verständnis, dass Leute Sorge haben, dass Leute Schiss haben, wie auch immer. Das gibt es, das ist ganz normal im Leben so. Und jetzt haben wir aber eine Situation, wo Menschen sehr bewusst andere in Gefahr bringen. Und dass Frau Weidel sagt, sie bringt sich nicht in Gefahr, das ist ja schön und gut, das können Sie selber entscheiden, aber sie bringen halt auch andere in Gefahr. Und wir das haben tun aber Menschen, Geimpfte auch. Damit bricht Ihre Argumentation Frau Weidel, zusammen. Das haben Sie jetzt 100 Mal das gesagt. Das ist unlogisch, was jetzt, Sie sagen. Nee, es ist nicht unlogisch. Doch, es ist unlogisch. Sie bringen bewusst andere Menschen in Gefahr. Nein, überhaupt Menschen, nicht. Das mit denen Sie auch, wenn Sie geimpft sind. Zusammen sind und dieses die trotzige Ja, Nein, können wir uns einfach auch für den Rest der Sendung sparen. Frau Weidel. Und ich lasse mir das noch nicht sagen. Frau Weidel, man braucht keinen Faktencheck, um einfach zu sagen, dass Nicht-Geimpfte eine größere Gefahr laufen, als Virenschleuder durchs Land zu gehen, als ja, wir müssen das brauchen wir nicht mal im Faktencheck. Genau, wir müssen das halten wir jetzt einfach mal fest. Ich würde gerne noch antworten, Frau Weidel. Sie sagen, es stimmt nicht, der Rest sagt, es stimmt. Ich würde gerne noch antworten. Man kann ja die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da befragen und das können Sie dann vielleicht auch irgendwann tun, wenn Sie da fragen Sie das. Sich Zeit nehmen wollen. Wir haben Menschen, die können sich nicht impfen lassen. Und es sind welche, die aus Gesundheitsgründen das nicht tun können. Es sind aber vor allem nach wie vor sehr viele Kinder in unserem Land. Und ich möchte, dass wir Sicherheit, soweit es irgendwie geht, für diese Kinder schaffen. Die haben jetzt über anderthalb Jahre immer gezahlt. Die haben immer einen Beitrag geleistet, die Alten zu schützen, die anderen zu schützen. Die haben Homeschooling gemacht. Die sind in Wechselunterricht gegangen. Die haben nur halbe Klassen gehabt. Die haben, wenn sie in die erste Klasse gekommen sind, monatelang nicht gelernt, wie eigentlich Schule geht, sondern haben gedacht, das macht man vielleicht zu Hause. Und schon allein für diese Kinder zu sagen, wir müssen sie schützen, heißt es, alle sich impfen lassen. Und dann, und das hat Annalena Baerbock zu Recht gesagt, finde ich, muss man, wenn das alles nicht mehr funktioniert und wenn es um diese Kinder geht und nur darum, dann muss man gegebenenfalls überlegen, ob man sagt, so wie das bei anderen Erkrankungen ja auch der Fall ist, ja nichts Neues, dass man so eine Maßnahme ergreift, bei den Masern zum Beispiel, die noch viel ansteckender sind als Corona, wie wir wissen, dann muss man das überlegen. Aber erst dann und vor allen Dingen, es geht um eine Sache, es geht darum, die Kinder, die sich noch nicht impfen lassen können, ich hoffe, das geschieht bald, wir haben ja heute eine sehr positive Nachricht dazu gehört, diese Kinder müssen wir schützen, das ist unsere Aufgabe als Gesellschaft. Und da könnten alle einen Beitrag dazu leisten und vielleicht auch so jemand wie Frau Weidel. Es muss mit einem negativen Test möglich sein, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, weil wenn die anderen geimpft oder genesen sind, gefährden sich die negativ Getesteten im Zweifel ja nur sich selbst. Und dann muss irgendwann wieder der Schritt in die Normalität möglich sein, dass Menschen für die eigene Gesundheit Verantwortung übernehmen.
Und auch Leuten, die aus irgendwelchen Gründen, weil sie bei Facebook was gelesen haben oder hier und da was gehört haben, wenn sie sich anschauen, was oft gebracht wird in Argumenten, ist es ja auf einer dürftigen Faktenlage. Ist vom Grundgesetz Ihrer Meinung nach gedeckt zu sagen, ein Zweischlag, also bitte testen, bezahlen und gleichzeitig in Restaurants, in Kulturveranstaltungen, in Sport nur noch 2G, also ein Doppelschlag, um sanften Druck auszuüben? Also wenn Sie sagen Barrierefreiheit, wo ist denn bitte die Barriere für einen Menschen, der sich entschließt, sich impfen zu lassen? Naja, er kann zu seinem Arzt gehen. Er kann gucken. Aber Herr Plasberg, Sie argumentieren jetzt sehr stark für eine de facto Impfpflicht, wenn ich das mit Verlaub... Sie stellen Fragen aus einer bestimmten Perspektive heraus. Wir müssen doch erkennen, der Charakter der Pandemie verändert sich, wenn Menschen, die besonders gefährdet sind, den Impfschutz in Anspruch genommen haben. Meine Großmutter, 96, vor einem Jahr schweres gesundheitliches Risiko, jetzt geimpft, vielleicht hoffentlich bald, dritte Impfung, noch weiter geschützt. Wenn also eine Überlastung des Gesundheitssystems nicht droht, weil zum Beispiel Jüngere jetzt Träger der Infektion sind. Herr Plasberg, dann ist doch die Maßnahme, die Sie jetzt gerade mit sanftem Druck gekennzeichnet haben, unverhältnismäßig. Sie ist schlicht nicht erforderlich, um eine Überlastung des Gesundheitssystems abzuwehren. Also, wie war der Ablauf der Sendung? Zunächst werden die Kandidaten vorgestellt. Und zufälligerweise werden AfD und Linke als Letzte genannt. Obwohl die AfD die drittstärkste Fraktion im Bundestag ist. Auf der Webseite ist es zufällig genauso. Während die Kandidaten von SPD, CDU, FDP und Grünen den Website-Besucher ins Auge springen, muss man erst einen Klick machen, um auch Alice Weidel und Whistler zu sehen. Das erscheint als Kleinigkeit, aber in einer als neutral inszenierten Wahlkampfsendung ist bereits das eine Verzerrung, die eigentlich nicht akzeptabel ist. Die drittstärkste Partei müsste auch als drittes genannt werden, unter dem Hintergrund, dass die AfD bei Hart aber fair Monate und Jahre lang überhaupt nicht eingeladen wurde. Es geht harmonisch erscheinend los. Offene Frage, wer will anfangen? Mir ist wurscht. Wiederherstellung der Grundrechte, ich möchte gerne anfangen. Frau Weidel, fangen Sie an. Ohne es zu wissen, geht sie damit bereits in eine Vorwärtsverteidigung. Denn Plasberg plant später, sie mit Corona und Impfen massiv unter Druck zu setzen. Wenig später wird dann das Thema aufgemacht. Wie die Gesellschaft zusammenhalten. Und angesichts dessen, was jetzt folgt, ist das der blanke Hohn. Es ist positives Selbstframing. Damit wird dem Zuschauer wirksam suggeriert, der WDR und Plasberg, sie sorgen sich um den Zusammenhalt der Gesellschaft. Was Plasberg aber dann macht, ist genau das Gegenteil. Mit Impfen zeigt man Solidarität, mit Nicht-Impfen zeigt man, mit Impfverweigerung zeigt man Egoismus. Frau Weidel, Sie haben sich bisher nicht impfen lassen, haben eben schon gesprochen, weil Sie egoistisch sind. Erstaunlich ist, dass Plasberg nachher das Gegenteil sagt. Also erst ist Weidel Egoistin, weil sie sich nicht impfen lässt. Und später ist sie quasi Selbstmörderin. Tragen Sie Verantwortung dann auch für Menschen, die sagen, heute auch, Mensch, Frau Weidel trägt das so überzeugend vor, ich lasse mich nicht impfen. Sie wissen, dass man nicht Lauterbach heißen muss oder Drosten oder auch andere, dass früher oder später wir uns anstecken werden, wenn wir nicht geimpft sind. Plasberg legt dem Zuschauer nahe, dass Weidel das ganz groß vor sich herträgt, dass sie sich nicht impfen lässt. Das entspricht nicht der Wahrheit. Tatsächlich ist sogar eher genau das Gegenteil der Fall. Wenn Sie dran wären, Frau Weidel, würden Sie sich impfen lassen? Also wir müssen sehen, was das für ein Impfstoff ist. Wir haben eine Skepsis in der Bevölkerung, die einerseits nachvollziehbar ist. Andererseits ist diese Bundesregierung aber überhaupt nicht fähig, genügend Impfdosen zu besorgen, weil sie es delegiert hat. Also wir sehen hier auch ein Impfchaos und das muss man sich weiter ansehen, auch mit der Impfbereitschaft, die ja auch in weitreichenden Kreisen nicht vorhanden ist. Also Sie selbst wollen sich nicht impfen lassen, weil Sie skeptisch sind? Ich habe gesagt, das muss man sich anschauen. Ich gehöre nicht zur Risikogruppe. Zufällig habe ich ein Video gemacht über das Morgenmagazin mit Alice Weidel von einem halben Jahr, wo die ersten beiden Fragen an Weidel waren, penetrant, ob sie sich impfen lassen würde. Der Moderator fragt nach und vermittelt Alice Weidel das Gefühl, wenn sie keine Antwort darauf gäbe, dann würde sie ausweichen. Wenn Alice Weidel nicht permanent danach gefragt wurde, hätte sie wahrscheinlich nie darüber Auskunft gegeben. Und wenn sie Auskunft gibt, dann immer zurückhaltend und in der Art und Weise, dass das eine Entscheidung sei, die jeder für sich treffen müsse. Das wiederholt sie auch hier in der Sendung.
Ich habe ganz klar gesagt, das ist eine persönliche Entscheidung. Plassberg aber legt dem Zuschauer bewusst nahe, Weidel würde das groß vor sich hertragen und Stimmung gegen das Impfen machen. Wobei er aber auch beispielsweise Gauland bekannt gegeben hat, dass er sich hat impfen lassen. Auffällig ist, dass die Argumentation diffus ist, dass keine Fakten geliefert werden, sondern es auf einer diffusen Ebene stattfindet mit Verächtlichmachung. Beispielsweise ist die Rede davon, ob Allesweil eine Spezialimmunisierung hätte, von der nur sie etwas wüsste. Haben Sie eine Spezialimmunisierung, die wir nicht kennen? Dann Plassberg suggeriert dem Zuschauer damit bewusst falsche Tatsachen. Fakt ist, dass Allesweil nicht zur Risikogruppe gehört. Das ist keine besondere Behauptung, sondern das ist allgemeiner Standard. Das geht aus der WHO-Studie hervor. Das sagen auch zahlreiche Virologen im Öffentlich-Rechtlichen. Dass Kinder und Leute unter 50 kein besonders großes Risiko haben. Plassberg suggeriert, Impfen hätte quasi ein Nullrisiko. Darüber müsse man gar nicht nachdenken. Er unterschlägt, dass der Impfstoff nur eine bedingte Marktzulassung hat und dass sehr wohl viele Nebenwirkungen beobachtbar sind und dass auch Leute an der Impfung gestorben sind. Darüber wird überhaupt nicht geredet. Das Wort Nebenwirkungen fällt von Plassberg und allen anderen nicht. Es ist also, wie Allesweil sagt, faktisch eine Abwägungssache. Jetzt bringen Plassberg und die anderen das Argument, dass man ja durch die Impfung die anderen weniger gefährde. Er erweckt den Eindruck, nur weil man durch eine Impfung weniger infektiös ist, müsse man sich unbedingt impfen lassen und würde dadurch die Gesellschaft schützen. Sie sind nicht Risikogruppe, aber Sie können Risikospreader sein. Und zwar mit höherer Wahrscheinlichkeit. Das können Geimpfte eben auch. Mit höherer Wahrscheinlichkeit als Nicht-Geimpfte. Nein, das ist eben nicht bewiesen. Im Faktencheck wird ihr später in den Mund gelegt, dass sie behauptet hätte, es sei nicht so, dass Geimpfte weniger infektiös sind. Dabei hat sie das gar nicht gesagt. Sie hat nur gesagt, dass es nicht bewiesen ist, dass es so ist. Das ist ein gravierender Unterschied. Entscheidend ist, selbst wenn man durch eine Impfung signifikant weniger infektiös ist, dann würde es trotzdem dazu führen, dass man mit der Zeit alle anderen ansteckt und dass sich jeder anstecken wirkt. Es ist allein eine Frage der Zeit. Die einzige Logik, wie man dem entkommt, sind neue Maßnahmen, ist ein neuer Lockdown. Und darauf läuft die ganze Argumentation der Sendung hinaus, dass die Maßnahmen immer weitergehen, dass ein Lockdown unvermeidlich ist. Und der Zuschauer wird klammheimlich dran gewöhnt, durch die Argumentation. Zunächst wird suggeriert, man muss sich impfen, um neuen Maßnahmen zu entkommen. Es ist aber natürlich absehbar, und das sagen alle bekannten Virologen, dass auch wenn man sich impft, dass die Viren im Rachen und in der Nase hängen bleiben, weil das Immunsystem da nicht angreifen kann. Es ist naheliegend, dass man beharrt aber fair irgendwann feststellen würde, wenn dann tatsächlich alle Leute irgendwann einmal geimpft wären, dass die Infektiosität trotzdem weitergegeben ist, dass sozusagen die Risikogruppen immer noch nicht vollständig geschützt sind, dass man deswegen weiter Maßnahmen machen müsse, bis auf Weiteres. Und dadurch ist die Demokratie endgültig ausgehebelt. Der Ausnahmezustand hält für immer. Mit der hart aber fair Argumentation gibt es nie einen Ausweg aus den Maßnahmen, wenn man es konsequent zu Ende denkt. Das verheimlicht Plassberg aber dem Zuschauer. Er suggeriert in seiner diffusen Argumentation, ohne Daten, Zahlen und Fakten, es müssten sich jetzt alle impfen, und dann wäre es gut. Und diejenigen, die sich nicht impfen lassen, die seien an allem schuld. Gleich. Deswegen können Sie auch entscheiden, dass Sie sich nicht impfen lassen. Es gibt in Nuancen ja da auch Zustimmung von den meisten, dass da kein Impfzwang her soll. Aber auffällig ist außerdem, dass Plassberg andauernd suggeriert, es gäbe keine Impfpflicht. Es gibt sehr wohl eine Impfpflicht. Es ist eine implizite Impfpflicht. Wenn man am gesellschaftlichen Leben absehbar nicht mehr teilnehmen kann, dann ist es für viele in Wahrheit ausweglos, sich impfen zu lassen. Es ist überhaupt auffällig, dass niemand sich für die Allgemeinheit traut, eine Impfpflicht zu fordern. Natürlich deshalb, weil das faktisch nicht gegeben ist, weil das nicht vertretbar ist. Sie arbeiten stattdessen heimlich mit einer impliziten Impfpflicht, ohne es zuzugeben. Diese Kinder müssen wir schützen, das ist unsere Aufgabe als Gesellschaft. Und da könnten alle einen Beitrag dazu leisten und vielleicht auch so jemand wie Frau Weidel. Göring Eckhardt legt dem Zuschauer nahe, für die Kinder bestehe eine besondere Gefahr, sie müssten vor Corona dringend geschützt werden. Dabei ist die Todesrate bei Kindern verschwindend. Und auch für Long-Covid oder irgendwelche anderen langfristigen Nebenwirkungen gibt es keine Hinweise. Natürlich kann man immer besorgt sein, aber es ist beispielsweise auffällig, dass bei Handy und WLAN, bei den elektromagnetischen Wellen, man überhaupt keine Probleme sieht. Die Kinder sind ständig in der Schule dem WLAN ausgesetzt und es gibt viele Hinweise darauf, dass das Müdigkeit zur Folge hat, aber da machen sich die Leute keine Sorgen. Es ist ein physikalischer Fakt, dass Wasser diese elektromagnetischen Wellen absorbiert, vom Handy und vom WLAN. Und der Mensch besteht zu 70% aus Wasser. Das heißt, sämtliche Handystrahlung oder WLAN-Strahlung bleibt im menschlichen Körper hängen. Sie geht durch den menschlichen Körper nicht hindurch, weil der menschliche Körper zu 70% aus Wasser besteht. Handystrahlung geht durch Wände, durch Glas, durch alles Mögliche hindurch,
aber eben nicht durch den menschlichen Körper, sondern bleibt darin hängen. Indem in anderen Gesundheitsbereichen, wie auch hier, überhaupt kein Anlass gesehen wird, Vorsorge zu betreiben, ist die Argumentation bei Corona extrem unglaubwürdig, was die Kinder angeht. Während Plassberg bei Weidel provokant fragt, ob sie Egoistin sei, gegenüber Weidel die Gegenposition einnimmt, ist das bei den anderen Parteien überhaupt nicht der Fall. Und es wird das Narrativ verbreitet, die Maßnahmen, das sei alles sinnvoll, darüber müsse man gar nicht diskutieren und dass sich alle impfen lassen müssen, unbedingt auch Kinder, das sei auch vollkommen klar, das müsse man auch gar nicht diskutieren. Da müsse man nur überlegen, wie man die Leute möglichst gut davon überzeugen kann. Was hätte Weidel noch besser machen können? Weidel hätte die Verächtlichmachung durch Plassberg stärker in den Mittelpunkt stellen können. Es ist aber so, dass Plassberg lange Monologe gehalten hat. Und auch ich erst beim zweiten, dritten Mal mir offenbar wurde, wie schlimm das ist, was er gemacht hat. Frank Plassberg erweckte so den Eindruck, so ein bisschen nett doof zu sein. So der typische Deutsche, der nett doof seinen Auftrag erfüllt. Der redlich ist, der ordentlich ist und vielleicht so ein bisschen so ein Trottel ist. Den Eindruck erweckt er, wahrscheinlich auch bewusst. Tatsächlich aber ist er ein eiskalter Manipulator, der nicht scheut, die schwärzesten Methoden anzuwenden. Das Gefährliche ist, dass wenn man Plassberg unterschätzt, man nicht entsprechend konzentriert auf seine Fragen antwortet. Aus meiner Sicht hat alles Weidel aber natürlich sehr schlagfertig reagiert. Wie gesagt, das sollen nur Verbesserungsvorschläge sein. Und es ist aber natürlich sehr schwierig, das in Echtzeit das herauszufinden. Was ich jetzt natürlich in der langen Analyse, ich hatte jetzt genug Zeit, mir das ausführlich anzugucken, ist natürlich was ganz anderes, das in Echtzeit zu erfassen, als das jetzt zu sehen. Das Optimum wäre natürlich gewesen, diese ganzen Verächtlichmachungen, die ich jetzt hier aufgedröselt habe, das in Echtzeit dem Zuschauer zu präsentieren, auf freundliche Weise dem Publikum zeigen, was hier gemacht wurde. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.